Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Coral Island. So, wir haben noch zwei Quests offen. Warten auf Pixstarter und Korallenstellen heilen. Für die Korallenstellen brauchen wir auf jeden Fall eine große Milch. Das wird noch dauern. Was haben wir denn hier? Anjume. Wie läuft's so auf der Farm, Schatz? Wir haben einen Artikel über Coral Island, über das Kirschblütenfestival in Coral Island gelesen. Das Event sieht wunderschön, das Stadtfest sieht wunderschön aus. Ich glaube, ich habe dich auf einem der Fotos gesehen. Ach ja, Ashley ist schwanger. Liebe Grüße, Oma. Was habe ich hier? Ich habe irgendein geiles Geschenk bekommen. Was habe ich denn von ihr bekommen? Was ist denn das? Vitamindrink! Verbrauchsgegenstand. Okay, danke, Oma. Danke, Oma. Ein Energy Drink. Ja, ein Vitamindrink. So, schmeiß das hier mal noch mit rein. Ich habe ja noch hier so kleinen Pupsis hier. Den und den und den. Nee, der hier nicht. Aber der. So, ich muss mal ein bisschen was einsortieren. Ja, die können auch noch mehr mit rein. Ach ja, ich habe hier noch Holz. Ich würde gerne. Kann ich? Verwende Erze, Kohle, Erze und Kohle. Achso. Ah, die müssen hier rein. Ich erinnere mich. Oh, okay. Ja, ich habe hier schon fleißig geerntet. Habe ich Futter? Ich habe ein bisschen Futter. Das wird hoffentlich halbwegs reichen. Wir gucken mal. Hallo. Ihr kriegt erstmal was zu essen. So. Hallo. Hallo. Dann gib ihr mal eure süßen kleinen Eier. Dankeschön. Wurden übrigens wieder die Nacht nicht gemobst. Das ist ja nett vom Spiel. So, dann gucken wir mal hier rein. Ihr bleibt heute mal lieber alle schön drin. Hallo. Ja. Fein. Ja, ist ja was zu fressen. Schönen Tag noch. Mach, keine Ahnung, was kühl den ganzen Tag so in einem Stall machen. Ich hab keine Ahnung. Okay, damit haben wir eigentlich auch schon alles geschafft, ne? Ich muss da nichts bewässern. Wir können höchstens gucken. Ich überlege gerade, dass ich vielleicht noch ein bisschen Saatgut für die restliche Jahreszeit mir irgendwie noch ranhole. Muss ich mal gucken. Eier, verkaufe ich mal. Was bringt denn das Große? Ja, das ist ganz okay. Könnte besser sein. Ich habe übrigens einiges an Geld. 4000, das ist ja für meine Verhältnisse schon einiges, denke ich mal. Habe ich noch Paprikas? Nee, schade. Oh, jetzt war was fertig. Mais, ja. Sehr gut, sehr gut. So, habe ich noch Mais. Tomate, was haben wir denn hier drin? Maschine ist voll, das weiß ich. Mach mal schneller. Für Zeug verkaufen, lol. Ich weiß gerade gar nicht, wann die Läden überhaupt aufmachen. Na, Tolli. Da war heute ein bisschen lauter. Ich muss mal gucken, dass ich dann vielleicht mal den Sound mal ein bisschen anders abmische. Okay. Wir können haben die Zeit ein bisschen totzuschlagen, weil ich glaube, es geht immer. Die Ranch hat heute geschlossen. Ich war wahnsinnig. Aber hier, komm, du hast offen, ne? Die heute geschlossen. Wieso habt ihr heute geschlossen? Leute, das funktioniert so nicht. Och nein. Wieso habt ihr heute. Ist heute irgendwas? Ist heute das Erntefest oder sowas? Habe ich irgendwie einen Kalender? Ja, da. Kalender? Ich komme an den Kalender. Da. Nein, ich möchte keine Tomate verbrauchen. Ich möchte mir den Kalender angucken. Komme ich schon hier ran? Wozu habe ich mir einen Kalender gekauft, wenn ich nicht rankomme? Oh mein Gott. Okay, wir gehen mal auf den Platz. Und schauen, ob heute das Erntefest ist vielleicht. Und wie und wo. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon implementiert wurde. Oh. Hi. Nein, ich möchte eigentlich einfach nur plaudern. Hi. Es wird immer heißer. Ich glaube, ich bringe Mama für die Spaziergänge nach Hillside. Zu viel Strand ist nicht gut für sie. Oh, bist ein Lieber. Bist eine gute Nudel. Kriegst einen Stern. Hier haben wir noch ein bisschen Rittersporn. Nehmen wir mit. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas? Noch was ist denn das hier? Okay. Oh, geil. Voller Müll. Ha. Das ist das, was ich will. Oh. Da war eine dicke Taube. So, hier, was ist los? Kalender, was ist los? Was haben wir heute? Was ist denn heute? Ja. Ja, das ist nichts. Die sind einfach nur faul. Leute, was soll das? Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Was machen wir denn da jetzt den ganzen Tag? Da muss ich den Tag heute skippen, Leute. Ich sag's euch. Aber ich will natürlich auch wieder... Nein, gefällt mir alles nicht. Nein. Dann können wir ja... ich möchte einen Tag... Oh, hallo. Zu dieser Jahreszeit kann es sehr anstrengend sein, am Strand zu wohnen.
Auch wenn unsere Fenster offen sind, können wir manchmal die Hitze in der Nacht kaum aushalten. Oh boy. Oh, das ist echt schlimm. Eigentlich liebe ich Sommer, aber es tut mir natürlich auch ein bisschen leid. Oh, hier haben wir wieder was. Kann der Stier jetzt umgraben oder nicht? Doch. Silberseetang, Leute. Richtig nice. Oh, ups. Hier ist ein bisschen Müll. Was haben wir denn das? Was ist das denn? Irgendein Eimer. Geil. Okay, wir haben irgendeinen Eimer gefunden. Ist okay. Hi. Der Strand dient mir manchmal als Inspiration. Die Muscheln, das Meer. So viel Material. Okay, stimmt. Hat der Laden heute offen? Wait. Hat der wenigstens heute offen? Ja, der hat heute offen. Wenigstens einer hat heute mal offen. Sam. Der Fels in der Brandung. Dann kaufe ich gleich noch ein bisschen was. Wie lange? Die Jahreszeit hat, glaube ich, auch nur 28 Tage. Das heißt, ich kann noch was nehmen, was maximal 8 Tage dauert. Was? Lachssaison? Was? Hallo? Kalender? 28? Okay. Und morgen haben sogar einige Geburtstag. Hatten wir ihren Geburtstag nicht schon? Habe ich irgendwie vergessen zu speichern oder sowas? Anscheinend. Ist das Spiel abgestürzt? Habe ich dann auch nicht gespielt. Oh mein Gott. Ich habe gerade so viele Fragen. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Das ist halt das Problem, wenn man mal so eineinhalb Wochen oder so mal nicht spielt. Dann es ist gerade viel zu heiß für eine Decke. Na, dann zieht doch dann mit einem dicken Pullover aus. Ich bin halt eine verwirrte Frau. Wer kennt's nicht? Einkaufen. Muss ein bisschen aufpassen wegen Geld, aber sonst schauen wir mal. Was haben wir denn hier so schönes? Rosen? Nein. Ich denke, im Sommer erzeugt regelmäßige Qualität. Ich kaufe einfach mal 5 Stück. Das ist okay. Das ist das, was ich brauche. Gut. Mir fällt gerade auch bezüglich dies auf, dass mein Inventar ziemlich voll ist. Deswegen bewege ich mich mal ganz schnell zurück zu meiner Farm. Hi! Ist es in Ordnung, wenn ich von dir Fotos während der öffentlichen Strandreinigung mache? Ich fotografiere das Event. Ich wollte nur sicher gehen, dass du damit einverstanden bist. Ist okay. Was soll ich machen? Ich mag das nicht, aber ja, ich hasse das, wenn Fotos von mir gemacht werden. Das ist immer so. Aber man will dann immer nicht der Arsch sein, der dann rumheult. So, weiß ich nicht. Noch als ich auf der Hochzeit neulich war, oh Gott, die Fotos, aber soll ich jetzt verbieten, Fotos von mir, also auf der Hochzeit Fotos machen zu lassen, das ist halt unverhältnismäßig, das kann man ja nicht machen. So, oh, jetzt gerade wieder was fertig geworden. So, oh, und hier wieder. Schön. So, geht nicht nochmal, okay. Hä? Achso, die Rödel noch, ach so. Dann hier. Ach, da ist noch eine Tomate. Tomati. Sonst noch irgendwas? Nö. Na, hier noch einmal Mais rein. Und die beiden Chilis müssen noch warten. Damn. So. Du kannst weg. Du. Das war's auch schon. Denke ich. Cool. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Platz, weil es regnet halt. Und was willst du machen, wenn es regnet? Ne? Es ist halt super doof. Und die Läden haben zu und man kann halt nicht so viel unternehmen. Und das nervt mich gerade doch schon ein bisschen sehr. Und da dachte ich mir, komm, mal gucken, vielleicht finde ich ja beim Angeln irgendwas. Beim Angeln sage ich vor allen Dingen, als ob ich angeln würde in dem Spiel. Nein, ich meine natürlich tauchen. Ich und angeln, boy, nope. Ja, komm, wir tauchen. Was soll's? Oh, mein Kaffee ist leer. Na gut. Das sind Dinge, mit denen ich leben muss. Cool. Was geht ab, Leute? Lust auf Meeresfrüchtejagd? Ach, immer doch, wenn du mich so fragst. Immer doch. Meeresfrüchte überall. Oh yeah, die Musik ist da. Was ist das? Das kann man nicht mitnehmen. Ist okay. Ist okay. Wir können hier so ein bisschen Seegras sammeln. Ich meine, ich muss meine Energie irgendwie alle kriegen. Und ich finde, hier unten geht die sehr schnell weg. Und man muss ja hier ein bisschen effizient sein. Oh mein Gott, wir haben eine verzierte Truhe gefunden. Es hat sich schon gelohnt, meiner Meinung nach. Da kann man hier nicht stashen. Das ist ein bisschen doof. Aber hey, hier wieder eine Muschel. Yay! Eine genarbte Arschenmuschel. Ein kleiner Arsch. Zack.
Fasern. Ich will eigentlich hier krasses Seetangzeug. Hm, doof. Ja, der Müll ist auch so vereinzelt. Ich will so riesige Berge haben, durch die ich mich durchgraben kann. So. Dann kriege ich ganz viel Müll und denke mir so, geil. Denn Müll sammeln ist gut, zumindest in diesem Spiel. Ihr wisst es. Ich weiß es. Wir alle wissen es. So, schauen wir mal. Piep, piep. Was haben wir denn hier? Na, no, nothing. Wieso kicke ich? Ach ja, Algen kriege ich raus. Okay, ich wollte gerade sagen, hä? Was ist eigentlich her jetzt? Ich war schon irritiert. Wieso kriege ich hier nie Algen raus? Oh, oh. Kleiner Blubbi. Was haben wir? Ein Giraffenseepferdchen. Ist das nicht wunderbar? Yeah. Einen silbernen Seetang nehmen wir auch mit. Ich meine, warum nicht, ne? Oh, hier haben wir auch nochmal. Schwarzer Seeigel. Warum nicht? Oh, hier haben wir eine Muschel, die wir mitnehmen können. Das sind einfach keine Ende, Leute. Ah, ich bin aber auch froh, wenn wir dann endlich eine große Milch haben und oben weiterkommen. Das wäre sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme eigentlich. Lol. Muss ich auch nochmal gucken. Ich habe keine Ahnung. So. Nach oben einfach mal. Boah. Hier so lang? Boah, ich weiß jetzt gerade echt nicht mehr. Lol. Ist auf jeden Fall wieder... Ups. Seetang? Also, der bronzefarbenen. Ich brauche dringend silbernen. Wir warten das. Ich habe ja hier, Konnte ich nicht irgendwo Sprinkler machen? Zapfahren? Hat das nicht hier dabei? Kunst? Landwirtschaft? Ja. Braucht man eben silbernen Seetang. Und meine Freundin, die farmt den. Die sucht den. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die den farmt. Den kriegst du ja hier gerade in dem Bereich schon nicht normal. Ich glaube, sie haut am Strand immer die kleinen Dinger weg und hofft, dass welcher drin ist. Das ist halt schon ziemlich... Und es bringt kaum was, halt. Das ist halt eben super traurig. Ich weiß nicht. Ich will den guten Shit. So, wisst ihr? Ich finde einfach so ein Mini-Ding. Warten das nochmal. Ein automatisch Wirkungsradius beträgt... Ach, eigentlich... Nee, warte mal. Eigentlich ist er gar nicht so schlecht. Ach, fällt das eigentlich okay? Einmal drumherum. Die ersten Bastarduelle, die waren, glaube ich, nur links, rechts, oben, unten. Aber der ist auch schräg. Was ihn gar nicht mal so schlecht macht, wenn ich drüber nachdenke. Okay, wir brauchen silbernen Seetang. Alles klar, alles klar, alles klar. Oh, Mann. Kann ich hier weiter hoch? Nee, hä? Oh, boy. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Ja. Kann ich da lang? Da ist auf jeden Fall wieder so... Oh, hallo. Hallo. Kann ich mit dir eigentlich mal reden? Nee, hä? Die wollen irgendwie nie mit mir reden. Vielleicht können sie nicht reden. Ein Siedlerkrebs. Kleiner Einsiedlerkrebs. Das nehmen wir auch noch mit. So. Oh Gott, ich finde den Weg nicht mehr. Vielleicht bin ich schon viel zu weit im Osten. Ich weiß es nicht. Ha. Ich nehme auf jeden Fall hier Algen mit. Oh, oh, nein, da geht's nicht weiter. Nein. Okay. Ich bin eindeutig zu weit im Osten. Mist. Oh, das ist viel. Oh, yes, das ist das Zeug, was ich will. Nice. Okay, wahrscheinlich müssen wir nach hier hoch. Ja, stimmt, hier konnten wir nicht weiter, konnten wir erst nicht weiter. Wir müssen nach hier. Ich bereite schon mal den Tag vor, an dem ich große Milch haben werde. Ich glaube, dann hier und dann hoch. Oh, ist auch noch ein bisschen was. Zack. Zack. So, Energie. Ist weiterhin am Sinken. Müll! Yes. Je tiefer sie gehen, desto mehr seltene Gegenstände können sie finden. Sieht sie mich nicht. Oh, das Siezen macht mich wahnsinnig in dem Spiel, aber das Thema hatten wir schon. Gibt es gar keine Meeresfrüchte mehr? Habe ich schon alles mitgenommen? Oh boy. Hm. Ah, von hier komme ich. Oh, natürlich. Wenn ich den ganzen Weg schon einmal lang bin, dann wird da wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Ja.
I'm not a smart girl. But I'm pretty. I'm sorry. wieder eine blöde Fasern. No. That's not what I want. Oh, hier haben wir wieder ein bisschen Bronze-Stuff. Das ist nice. So, her damit. Arr, yeah. Seetang, da ist er. Die große Milch. Und auch noch in Bronzequalität. Das ist das Schlimmste. Wie kriege ich denn Milch in Bronzequalität? Muss ich da vielleicht... achso, was ist das denn? Kompost, okay. Ah, mal gucken. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich weiß noch nicht wie, aber wird schon. Oh boy. Oh no. So. Oh, was haben wir jetzt noch? Hartholz. Das brauchte ich auch für irgendwas. Für irgendwas brauchte ich Hartholz, Leute. Es geht los. Es beginnt. Was war denn das nochmal? Irgendwas. Dachte ich so, oh ja, geil. Und dann so Hartholz. Und ich. Mm. Hier, oder? Da, Hartholz. Ölpresse. Brauchen noch ein Hartholz. Dann können wir noch eine Ölpresse machen. Und das, da können wir leider nichts machen, weil ich nichts zum Pressen habe. Aber ist okay. Extra, den haben wir ja eh schon. Gibt es irgendwie Einmachglas, Fässchen, Recyclermaschine, Brennofen? Ich habe noch nichts, wo ich jetzt irgendwie. Es ist natürlich auch nice, eine Komposttonne. Aber ich brauche, glaube ich, auch irgendwie was, wo ich Samen draus machen kann. Das wäre ganz nice. Vielleicht kann ich ja, wie gesagt, aus. Also so ähnlich wie bei Stardew Valley dann. Dann aus den Sonnenblumensamen machen und daraus halt eben dann Öl. Wisst ihr? Kennst du? Wird schon irgendwie funktionieren. Gut. Da habe ich jetzt auf jeden Fall jetzt gut meine Energie verballert. Das ist, glaube ich, ganz gut. Habe ich Holz gefunden? Ja, eins. Ich brauch 10 Holz, okay. Ich dachte, ich schaue es einfach mal rein. Okay, dann halt nicht. Cool. Ich baller einfach mal. Oh, ich habe keinen Platz. So. Was haben wir denn hier noch so? Das Stein. Kann ich hier noch ein paar... Ich habe doch hier bestimmt ein bisschen... Da! Ja. Rein da. Ach, ich bin noch Glas. Oh mein Gott, das ist immer alles so kompliziert in diesem Spiel. Ich liebe es. Es ist so furchtbar kompliziert und toll. Ich brauche natürlich noch Glas. Natürlich. Wo sind sie da? Da. Perfekt. Da. Ja. Obst. Ja, ist das nicht fertig? Kann ich da jetzt nicht irgendwie... So. Ja, So. Cool. Ah, ach so, es war voll. Deswegen ging es nicht. Falls ihr euch fragt, was ich da gerade tue, kurze Info, ich weiß es selbst nicht. Aber ist okay, das ist normal. So, wo habe ich denn jetzt... Bronze, Seetang-Essenzen. Ach, da. Schon ein bisschen was verkaufen. Dich verkaufe ich, dich. Und dich. Yay, Geld. Ich mag Geld. So, ich hoffe, wenn wir jetzt schlafen gehen, ne, haben die mal offen. Und ihr wisst schon, ich kann dann endlich mal Futter herstellen für meine armen Tiere. Das ist so gerade mein Hauptziel. Schauen wir mal. Wir gehen erstmal schlafen. Sehr früh, ich weiß, ich habe gerade noch Energie, ich habe auch immerhin hart gearbeitet. So. Ich mach die Folge auch ein bisschen länger heute, weil ich jetzt so viele sinnlose Sachen gemacht habe. Es tut mir leid, dass der Laden nicht offen hatte. Deswegen wird es heute ein bisschen mehr. Schauen wir mal. Okay. Ich hoffe, dieser Kristall kann deine Stimmung heben. PS, keine Sorge. Sie sind alle aufgeladen und einsatzbereit. Danke. Ich habe einen aufgeladenen Amethysten bekommen. Das ist... Ja, danke. Das ist... Okay, cool. Was ist das denn? Was ist hier? Warum ist hier Gras zwischendrin? Okay. It's okay. Ich hoffe, die Läden haben offen, wenn es stürmt. Das wäre richtig toll. Oh boy, ich glaube, hier wird alles zugemüllt sein morgen früh. Okay, hey Hühner, wollt ihr raus zum Spielen? Na, wer will raus zum Spielen? Mitten im Taifun.
schön. Oh Gott, stell mir vor, wie meine Kuh, meine beiden Hühner hier quer bei den Hof wirbeln. Das lass mal lieber. So, ich hoffe, die haben heute offen. Habt ihr heute offen? Ja. Oh, Gott sei Dank. Oh no! Oh. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, ich streame bald. Nachher, gleich, im Re-Life. Also, ihr seht's nicht. Wenn ihr das hier guckt, habe ich schon längst gestreamt. Und die Leute versammeln sich schon. Und ich habe das nicht ausgeblendet. Und wenn die Emotes in meinen Chat rein spammen, sieht man die, weil ich das so eingestellt habe. Also, ich habe ja schon mal erklärt, ne? Ich nehme mit demselben Programm auf, wie ich auf Twitch streame. Und da habe ich die Sachen jetzt auch eingestellt. Und deswegen fliegen jetzt hier manchmal Sachen durchs Bild. Was, ich finde, ziemlich süß ist. So, so, mal bei mir ein bisschen was rein. Jetzt habe ich noch was hier. Blaubeerchen, rein damit. So, da kann man wieder ein bisschen was verkaufen. Und jetzt muss ich doch gucken, bis die Zeit rum ist. Oh, ein richtig großes Ei. Finde ich gut. Finde ich gut, ist gut. Kann ich diesen Amethysten denn spenden? Das probieren wir gleich mal aus. Oh boy. So. Ich muss wahrscheinlich auch nochmal. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Ich muss auch noch ein bisschen Platz freiräumen. Wo ich denn die Mühle hinstelle? Ich kann das halt nicht einfach so platzieren. Was haben wir denn hier? Amethyst. Eine violette Art von Quarz. Cool. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas dafür machen muss. Ich spende einfach richtig mutig, wie ich bin, weiter. Gucken wir mal. Okay. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen, ja, auch Weizen angepflanzt, weil ich mir denke, der wächst nur im Sommer. Und ich denke mal, daraus mache ich Mehl. Und wenn ich dann irgendwann mal kochen und backen will, ist es gut, wenn ich was da habe, denke ich mal. Also, so, ja, genau, Weg freiräumen. Hier so dazwischen vielleicht? Ich weiß nicht. Hier so vielleicht. Das wäre ganz cool, denke ich. Mach mal hier ein bisschen was weg. Ja. Oder hier daneben. Das würde natürlich auch gehen. Oder? Doch, oder hier so, ja, na gut, jetzt habe ich schon einmal angefangen, dann haue ich nicht auch noch ganz um. Ich liebe es auch, wie das, Laub weht. Ist schon ganz nice. Also hier, wenn man, dann wackelt das so schön. Wobbel, wobbel, wobbel. Es ist sehr schön animiert. Und dann wird das sehr laut. Ich kann ja vielleicht diese, warte mal, ich kann ja vielleicht auch so ein bisschen, oh Gott, wie still es auf einmal ist, oh mein Gott. Umgebungslautstärke ein bisschen runter machen. Abbrechen. Speichern, ja. Bewerbung. Apply. Also übernehmen. Das ist so wunderschön falsch übersetzt. Ich liebe es. Sie meinen Apply. Und Apply kann man. Man kann sich applying vor, was ich weiß, bewerben oder wenn man Einstellungen macht, wenn man sie. Ja, ich hab's ja gerade erklärt. Apply kann übernehmen oder bewerben heißen halt. Oh boy, so. Ich weiß gar nicht, wie groß die Mühle ist. Ich mach mal hier so ein bisschen wilde Samen. Das klingt ja wild. Kann ich davon Herbst gebrauchen. So. Tada! So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das müsste reichen, oder? Ich denke schon. So, dann würde ich jetzt auch... Wieso läuft sie so langsam? Hat sie Overweight? Nee, ich habe das Gefühl, dass sie gerade ein bisschen langsam ist halt. Hm. Mal Okra rein. Ist hier noch irgendwie Chili? Ist Chili hier irgendwo ein Thema? Nein, okay. Ich guck noch mal hier. Ich will noch mal gucken. Wir müssen nämlich, glaube ich, noch irgendeinen Perk voll kriegen. Hier. Damit es weitergeht, glaube ich. Was brauchen wir denn noch? Sommersaison haben wir auch schon vollständig. Ozeanüberreste. Das finde ich halt alles. Nee. Ich glaube, das gibt's. Muss ich vielleicht mal aufschreiben? Vielleicht finde ich doch mal was so. Okay, Feige. Oh, ich habe hier noch Feigen liegen. Sind die noch gut? Fällt mir gerade ein. Ich habe hier noch Feigen. Ah, nee. Oh nein, die ist angegammelt. Die habe ich jetzt hier. Ich war jetzt übers Wochenende in Hamburg und habe die jetzt hier einfach liegen lassen am Tisch. Oh, ich bin so doof. Okay, Herbsttrompete, Orchidee. Okay, Reis und Kürbis muss ich mich reinknien. Und ich denke mal, die Sachen hier findet man in der Wildnis. Winter nochmal dasselbe. Wintersaison, Wassermelone?
Okay, ja, es ist halt ein bisschen tropisch hier, oder? Mal gucken. Ich muss auf jeden Fall noch was vollkriegen, damit es hier weitergeht. Ja. Okay, dann, wir müssen hier hin. Ah, da gibt es nichts in der Nähe. Auf zur Farm! Nehmen wir erstmal. Ach, nee, warte, ich muss ja eh noch Zeug mitnehmen. Boah, ich kann es kaum erwarten. Endlich Futter für meine Tiere zu machen. Das gucken wir uns gleich dann mal genauer an. Wobei, nee, das schaffen wir in der Folge nicht. Aber wir können es auf jeden Fall in dieser Folge schon in Auftrag geben. Das schaffen wir. Das will ich wenigstens in dieser Folge machen, Leute. So. Und hier Schrott brauchen wir. Los geht's. Gut. Wir haben auch ein bisschen was an Geld über. Nee, ich drehe nochmal ganz kurz um. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob es vielleicht... Ne? Wir können vielleicht noch ein bisschen shoppen. Wartet mal. Wir haben... Geld ist da, Geld muss ausgegeben werden. So funktioniert das, wenn man investiert. Und ich bin eine Geschäftsfrau. Geschäftsfrauen investieren. Nein, wir shoppen nicht, wir investieren. Ja. Yeah. Oh Mann. So, komm, dann nehmen wir mal mit. Komm her. Meins. Cosmo. Gibt's auch noch Wander? Oh, hier ist auch noch ein Rittersporn. Eine Schnecke. Ja. Was haben wir denn? Kann ich ja, das sieht so. Ja. Sehr gut. Ja, ich muss, glaube ich, auch ein paar mehr Bienenhäuser machen. Apropos. Oh, wie still es ist, wenn ich im Inventar hier im Menü bin. Unglaublich. Was ist hier dabei? Ist hier irgendwas von euch? Da. Einfach nur Holz und Bronzeerz. Ja, vielleicht mache ich noch 2, 3, 4 weitere Bienenstöcke. Weil so viel Blumen, wie ich habe. Okay. Hi. Ich würde gerne was gebaut haben bei Ihnen. Bitte. Hi. Ich bin ganz bis auf die Knochen aufgeweicht. Ich hätte gerne eine Mühle. Got it. Was fehlt mir jetzt? Was war hier? Was war das? Das fehlt jetzt? Das fehlt jetzt? Hä? War ich nicht? Ach hier, da war noch einmal Schrott. Okay, alles klar. Ich bin eine verwirrte Frau. Verwirrte Frau macht verwirrte Sachen. Wie immer. It's okay. Was haben wir hier? Geil! Müll! Schrott wäre besser. Schrott ist nämlich richtig toller Müll, wisst ihr. Das habe ich jetzt hier bei Coral Island gelernt. Yay. So, was haben wir hier? Nothing! Cool. Danke, Spiel. Das macht mich glücklich. So, ich wollte... Was wollte ich denn? Ins Labor, genau, zu Link. Da gehe ich am besten nochmal hoch. Ich habe ein bisschen Geld. Ich weiß gerade gar nicht mal, wie haben die Upgrades gekostet? Es kann sein, dass sie 5000 gekostet hat. Dann habe ich natürlich ein Problem. Wir gucken mal. Ich habe ein bisschen Geld über und so. Mal gucken. Ich glaube, ich laufe gerade richtig hart falsch, oder? Ja. Ja, ich laufe falsch. Und... Oh. Nee, Wasser habe ich nicht. Das ist Brunnenkresse. Mm. So. Oh ja. Oh, jetzt bin ich... Jetzt bin ich hier... Wie bin ich hierher gekommen? Hierhin will ich. Oh mein Gott. Ah. Hi. Hi, 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 hi. Oh. Oh. Nein. Einkaufen. Nee, hä? Hä? Ach, mein Inventar ist voll. Oh. Oh. Ich esse jetzt diese Kresse. Oh, Moment. Ja. Lecker. Wasserkresse. Lecker. Und die war echt gut. Aufgerüstete Pflanze. Stufe 1. Okay, cool. Das hat mit... Ich habe die nicht ins Inventar bekommen, aber trotzdem ging es nicht. Wir nennen es einfach mal einen Bug. So. Nee, stopp. Verbesserung. Oh ja, das ist teuer. Okay, und das haben wir das schon? Nein, hier. Obstbaum. Na, ich bin mir nicht so sicher. Obstbaumaufwertung Stufe 1. Erhöht die Chance auf Früchte, bessere Qualität. Die Sache ist halt, ich habe noch keine Obstbäume. Was haben wir denn hier? Heu. Wisst ihr was? Ah, die Chance, tierische Produkte von höherer Qualität. Oh ja, das machen wir. Das geht noch nicht? Wieso geht das nicht?
Vielleicht, weil ich noch nicht das Dings habe. Ja, dann nehme ich einfach das jetzt hier. Nein, nein, nein. Oder warte, warte mal. Ja, vielleicht brauche ich erst eine Mühle, um das machen zu können. Das kann sein, dass es voll gelockt ist. Das will ich nicht riskieren, weil es dauert immer eine Weile, bis die Sensen fertig sind. Es tut mir so leid, Leute. Ich bin wieder mal eine maximal verwirrte Frau. Dann gehen wir nochmal zu den Bros. Ich habe noch so eine lustige Truhe. Vielleicht ist da noch was Schönes drin. Hey, ist ja keiner da. Wie jetzt? Ich sag mal. Okay, es ist Sonntag. Wieso? Okay, Sonntag hätte ich auch zu. Aber wieso hat der Schreiner offen? Leute, ihr müsst mal hier. Ne? Das ist ja verwirrend. Hey. Okay, sie will nicht reden. Das ist okay. Ich glaube, sie mag mich nicht. So. Okay, dann wichtigste Abhandlung heute. Wir werden dieses wunderschöne Mühlchen hier mal platzieren. Wir können es ja noch später noch umräumen. Gucken wir mal. Ich setze es einfach mal jetzt hier so. Direkt mal hier so daneben. Gebäude überprüfen. Mühle wird gebaut. Okay. Cool. Ich mag es, wenn Mühlen gebaut werden. Das bedeutet, dass es vorangeht. Das ist gut. Ja. Okay, dann schmeißen wir hier noch ein bisschen was rein. Ja, ja. Ich muss wieder ein bisschen Platz machen. Gut. Es tut mir leid, dass die Folge jetzt relativ lang und, sagen wir mal, eher seicht war, um es nicht auszudrücken. Ich habe gehofft, dass das alles ein bisschen schneller geht. Dass ich schneller vorankomme. Hat leider jetzt nicht so geklappt, wie ich dachte. Ich denke mal, ich werde jetzt einen Tag, denke ich mal, noch offscreen spielen. Hoffe dann, dass dann die Mühle fertig ist. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, wie das mit dem Futter funktioniert. Und ich hoffe, wir können dann auch die Bronze-Seetang-Essenz verwenden, um dann vielleicht in absehbarer Zeit auch eine große Bronzemilch zu haben. Das wäre super. Schauen wir mal. Gut, dann nehmen wir hier bitte was mit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Yume Let's Play Coral Island. Bye.